Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, die eine besondere Folge werden wird. So viel kann ich schon gleich am Anfang sagen, denn wir machen eine Zeitreise. Ja, keine Angst, ich drücke jetzt nicht ständig hier auf diesen Knopf. Jetzt müsste ich eigentlich sagen, Kuckuck, da bin ich wieder. Ist auch so, aber nein, es geht darum, wir beide erinnern uns mal, wo wir vor einigen Monaten oder einigen Wochen waren. Ich sag mal Sommer. Was fällt dir ein? Genau. Urlaub. Du wirst im Urlaub gewesen sein und auch ich war im Urlaub. Und normalerweise ist es so, dass ich den Sommerurlaub am Gardasee verbringe. Also ich fliege dann eigentlich da runter, nehme mir in Mailand einen Leihwagen und fahre mit dem Leihwagen wieder an den Norden des Gardasees hoch und verbringe da meinen Urlaub. Habe ich diesmal nicht vorgehabt, weil mich die Lufthansa ganz bös geärgert hat. Habe ich gesagt, nee, mit euch doofen Männern fliege ich nicht. Ich fahre dieses Mal mit dem Auto. Und da hat meine Freundin gesagt, das ist eine super Idee, dann können wir unsere Fahrräder mitnehmen. Ja, das ist auch eine gute Idee, die Fahrräder mit an den Gardasee zu nehmen, denn wenn du dir dort welche leihst, bist du zumindest beim E-Bike schon mal zwischen 55 und 75 Euro dabei. Leihst du dir ein Biobike, sagen wir mal, geht so um die 25 Euro los pro Tag. Eine Menge Kohle, also nimmt man am besten, wenn man sie hat, seine eigenen Räder mit. Gut, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder du packst sie ganz klassisch oben aufs Dach. Beim E-Bike besser nicht, weil ist einfach zu kompliziert und zu schwer. Oder du packst sie, das haben wir ja schon mal ausprobiert, hinten auf die Anhängerkupplung mit einem entsprechenden Träger und fährst so ganz easy und entspannt in den Urlaub. Jetzt habe ich von Freunden gehört, die das auch gemacht haben. Die haben natürlich einen, sagen wir mal, sehr billigen Träger sich gegönnt und sind runtergefahren, das Auto mitsamt der Fahrräder stehen lassen. Und nach ein paar Stunden, als sie wiederkamen, war das Auto noch da. Und der Träger mit seinem Fahrrad weg. Ja, die Diebe haben auch gleich den ganzen Träger mitgenommen. Und die haben gesagt, nee, also irgendwie, wir müssen demnächst mal irgendwas finden, dass wir vielleicht die Räder ins Auto packen können. Gibt's da nichts? Hab ich gedacht, das ist vielleicht mal eine Herausforderung. Die Fahrräder ins Auto packen und damit in Urlaub fahren, geht das? Macht das Sinn? Um das herauszufinden, habe ich mir mal den SsangYong Rexon geholt. Das ist das Flaggschiff von SsangYong, also ein richtig, richtig großes SUV. Und habe gesagt, damit fahren wir in den Urlaub, packen unsere Räder rein, packen unsere Koffer rein und gucken mal, ob das funktioniert. Da kamen schon die ersten, die gesagt haben, Moment, du hast nicht bedacht, die italienischen Straßen sind nicht unbedingt für große SUVs gebaut. Und außerdem, wenn du mit so einem großen Auto da runterfährst, gerade bei den heutigen Spritpreisen, der frisst dir doch die Haare vom Kopf. Ha, mehrfache Herausforderung. Das Ganze hat mich ja noch ein bisschen mehr angespornt, um herauszufinden, ob das wirklich Sinn macht. Ich werde jetzt nicht allzu viel zum SsangYong Rexon erzählen. Wir haben den schon mal in einer unserer vorherigen Folgen vorgestellt. Da kannst du auch ruhig nochmal reinklicken. Das ist auch noch aktuell. Ich erzähle jetzt einfach nur mal, wie ich das wahrgenommen habe, mit so einem großen SUV, mitsamt Fahrrädern, mitsamt Gepäck, mitsamt Freundinnen nach Italien zu fahren und ob das empfehlenswert ist oder nicht. Also, wir haben dann hinten alles umgelegt, die Rücksitz haben die Räder reingepackt und ich gebe es zu, ich bin da eigentlich recht faul. Ich habe lediglich das Vorderrad rausgenommen und habe dann die Räder reingeschoben. Eins vorwärts, eins rückwärts. Also nicht den Sattel abgebaut, nicht den Lenker gedreht, rausgebaut oder ähnliches. Ganz einfach nur das Vorderrad rausgenommen, Räder reingestellt, ein bisschen mit Koffern abgestützt, sodass sie fest und sicher stehen und dann das restliche Gepäck dazugeladen. Das ging sehr bequem. Also der Rexon ist ein Riesenauto im Innenraum. Da kannst du zwei Fahrräder, in meinem Fall sind es 19 Zöller, locker reinstellen und du hast echt noch genug Platz, um zwei Koffer und ein paar Reisetaschen mitzunehmen. So, gesagt, getan, das haben wir gemacht. Wir sind Richtung Süden gefahren. Ja, der erste Tankstopp war dann irgendwo im bayerischen Raum und die Verbrauchsanzeige, die sprach von 7,5 Liter. Ich habe gedacht, Mensch, wenn das so bleibt, das wäre ja prima. Ja, es blieb auch. In Österreich sind wir zumindest erstmal Landstraße gefahren, auf jeden Fall dabei. Die Alpen hoch, ja, das ging dann ein bisschen höher. Dann war er mal irgendwie bei knapp 9 Liter. Bergab hat er das aber wieder egalisiert. Da war er dann irgendwie bei 7 Liter. Zum Schluss, am Gardasee angekommen, 7,5 Liter gebraucht. Okay, wie ist es denn damit unterwegs zu sein? Auf der Autobahn natürlich überhaupt kein Problem. Das ist ein richtig, richtig tolles Reisemobil. Es ist alles an Assistenten dran, was du dir vorstellst. Also du fühlst dich sicher und auch bequem aufgehoben. Es macht wirklich Spaß, mit dem großen Rexon unterwegs zu sein, auch in engen Baustellen, zumindest wenn man sich auf der rechten Spur aufhält, ist das alles überhaupt kein Problem. Wie sieht's auf italienischen Straßen aus? Kleiner Vorgeschmack. Der war in Österreich. Und
zwar sind wir nicht über die Autobahn gefahren, auf die Brennerautobahn, sondern ich habe den Weg genommen durch Bayern und bin dann über Seefeld, über Zirl nach Innsbruck gefahren. Und da sind die Straßen schon ein bisschen enger, ein bisschen kurviger und ich gebe es ehrlich zu, es macht auch Spaß mit dem Auto. Ja, irgendwann sind wir dann auch am Gardasee angekommen und da wartete die nächste Herausforderung. Ja, die Straßen dort sind ein bisschen enger. Da ist auch zumindest in der Urlaubszeit deutlich mehr Verkehr und auch da habe ich mich mit dem Rexton gut aufgehoben gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, das ist so ein riesiger Panzer, mit dem du nirgendwo durchkommst. Ja, ist ein riesengroßes Auto, müssen wir gar nicht drüber reden, aber er ist sehr übersichtlich und er ist sehr angenehm zu fahren. Ja, und dann sind wir angekommen und dann haben wir das Auto abgestellt, haben unsere Sachen ausgeladen und sind irgendwann auch mal mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, wo wir dann nicht die Räder an Bord hatten, sondern wir haben uns mit Freunden zum Essen getroffen und ich habe die dann, weil es geregnet hat, mit dem Auto zu ihrem Hotel gefahren. Beide staunten richtig und gesagt, was ist das denn für ein Auto? Das haben wir noch nie gesehen. Ja, das ist der SsangYong Rexton. Drin auf dem Rücksitz haben sie sich pudelwohl gefühlt, waren kaum aussteigen, als wir am Hotel angekommen sind und gesagt, aber der muss aber wahnsinnig teuer sein, so wie sich das hier alles anfühlt und wie das verarbeitet ist. Das ist doch ein Auto, was weit über 100.000 Euro kostet. Nein, der Rexton, mit dem wir unterwegs waren, komplett ausgestattet, 59.000 Euro. Wollen Sie mir nicht glauben? Ich hatte zum Glück irgendwann noch so ein Preisblatt drin liegen und gesagt, hier, guck, kostet 59.000. Und beide, oh, cooler Preis, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, irgendwie so 100 bis 120.000 Euro. Nee, wie gesagt, das ist also auf jeden Fall etwas, wenn du ein großes SUV brauchst, kann ich dir immer nur den Tipp geben, schau dir den Rexton an, der kann auch richtig was ziehen, der ist richtig toll verarbeitet und du hast ein Assistenzsystem, was in einem modernen Auto drin sein sollte, was bei einigen deutschen Herstellern allerdings auch ordentlich Aufpreis kostet. Hier gibt's das alles zusammen. Lass uns mal zurück in den Sommer nach Italien gehen. Es gibt nämlich noch eine Herausforderung, der ich mich stellen musste, die heißt Parklücke. Vor dem Hotel war ein einziger Parkplatz irgendwann mal nur frei. Der lag in der Ecke und ja, ich habe gedacht, dann wollen wir da mal rein. Und ich weiß noch, es standen noch Menschen draußen und gesagt haben, lassen Sie das, Sie kommen da nicht rein, die Parklücke ist viel zu klein. Und dann habe ich gedacht, gucken wir mal. Der Rexton hat eine 360-Grad-Kamera und mit einigem Hin- und Herrangieren habe ich das Auto da reingefahren. Ja, das machst du auch ganz locker, weil wenn du dort oben sitzt, du schaust auf die Kamera, du kannst der auch vertrauen, also die passt auch wirklich, wenn die sagt, da ist Platz, dann ist da auch Platz. So habe ich das Auto mit einigem zugegeben Rangieren in die Parklücke reingestellt und die standen nur da und gesagt, das hätten wir nie gedacht, dass sie da reinpassen, dass dieses große Auto in die kleine Lücke passt. Ja, das geht. Also man kann mit dem Auto auch wirklich Parklücken ansteuern, die du vielleicht mit einem anderen Wagen nicht anfahren würdest. 360-Grad-Kamera ist drin und das ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Ja, aber ich will dir jetzt nicht nur von Parklücken erzählen, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, es war ein wirklich cooler Urlaub, weil wir unsere Räder mitnehmen konnten, weil wir eben halt auch eine Menge Spaß außerhalb des Autos hatten und das war alles in allem ein sehr gelungener Urlaub. Und darum ist mein Tipp im Moment wirklich mit dem Auto und mit Fahrrädern in den Urlaub zu fahren. Wenn es so groß ist, Fahrräder reinpacken, überhaupt kein Problem. Wenn du sagst, ja, aber ich habe jetzt nicht so ein großes Auto, will aber trotzdem meine Räder mitnehmen, dann auf jeden Fall mein Tipp, kauf dir einen ordentlichen Heckträger. Nicht so ein Billigding. Bitte, spar nicht an der falschen Stelle. Denn wenn die Räder weg sind mitsamt Träger, dann kostet dich das noch mehr Geld, Nerven und Zeit. Also darum, wenn du meinst Heckträger, bau dir einen ordentlichen drauf. Auch da haben wir ja den Übler schon getestet. Gibt es einen Link dazu, den packe ich dir in die Shownotes, kannst du mal reingucken. Und ansonsten, ja, würde mich mal interessieren, wie hast denn du deinen Urlaub eigentlich verbracht? Gibt es irgendwas Tolles, was du erlebt hast? Gibt es irgendwas Tolles, was mit dem Thema Auto verbunden ist? Dann schreib uns einfach mal ein paar Zeilen. Den Link dazu, wie du uns erreichst, den packe ich dir auch in die Shownotes rein. Und ich bin sehr neugierig, was du denn so zu berichten hast. Das sollte es erstmal gewesen sein mit dieser außergewöhnlichen Folge mit der Zeitreise. Komm her, ich drück nochmal einen Knopf. Ja, jetzt sage ich wieder Kuckuck, da bin ich wieder, aber auch gleichzeitig Kuckuck, das war's für heute. Also wir hören uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir uns wieder mal ein Auto genauer an. Also bis dahin, mach's gut, pass gut auf dich auf, gute Fahrt, ciao, ciao. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.